Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Mittwoch, den 22.05. Schauen wir, was steht heute zur Verfügung an Energie, worum geht's? Oh, um Beziehung und wir haben schon wieder ein Ass. Wir haben diese Woche lauter Asse. Ja, ich glaube, das Ass der Münzen hatten wir noch nicht. Ansonsten hatten wir jetzt alle Asse mit dabei. Um Beziehung geht es, um Kreisläufe, um Verträge. Bindungen, Verbindlichkeiten, ja, dürfen wir hier schauen, woran hängen wir vielleicht auch noch fest, in welchen Kreisläufen hängen wir fest, wo kommen wir nicht raus, stecken fest und dürfen ja hier einen neuen Zyklus beginnen. Ich schaue gerade, was sich hier spiegelt. Ich kann es leider nicht erkennen. In dem Ring spiegelt sich ja etwas. Ich weiß nicht, ob es eine Taube darstellen soll. Ja, wir sollen natürlich in Frieden und Harmonie mit unseren Verbindlichkeiten kommen, mit unseren Beziehungen, mit dem, was ja für uns einfach auch wichtig und dran ist, ja. Und wenn wir uns in irgendwelchen Zusammenhängen nicht wohlfühlen, dürfen wir hier klar auch Aktivität ergreifen und ja, ausbrechen. Ja. Wir bekommen mit dem Ass der Stäbe hier so regelrecht den Schlüssel auch dafür, neue Zyklen zu starten, ja, aus alten auszubrechen. Komm in Bewegung, schau, was sich heute einfach auch auftut, was sich an Chancen und Möglichkeiten bietet, um in neue Zyklen hineinzukommen. Ja, ja, welche Einflüsse haben vielleicht auch manche Beziehungen, Verträge? Wo sind wir vielleicht auch so innerlich, seelisch eingebunden? Welche Seelenverträge sind wir eingegangen? Das ist schon manchmal auch geheimnisvoll, ja, und können wir dem manchmal auch gar nicht so recht nachkommen, aber wir können grundsätzlich eben auch damit umgehen. Selbst wenn wir nicht alles im Detail wissen, aber wenn wir spüren, uns tun bestimmte Entwicklungen nicht gut, dürfen wir darum bitten, ganz konkret und klar darum bitten, entbunden zu werden von allen, ja, unwohltuenden, giftigen Beziehungen, Verbindungen, Verträgen, die uns aufhalten, voranzukommen, das Leben zu leben, mit dem in Verbindlichkeit zu kommen, was ja, für uns wohltuend und gedacht ist. Und das wird sich dann ja, tatsächlich auch im Alltag natürlich an bestimmten Punkten zeigen. In bestimmten Beziehungen werden wir ein gutes Gespür, ja, entwickeln für die Energie, für die Energien, die uns begegnen. Und entsprechend vielleicht auch hier und da so manche Grenze ziehen mit den 7 der Stäben. Hin zu Menschen oder Dingen, Glaubenssätzen, Verhaltensweisen, ja, die halt wirklich auch angriffig sind und nicht wohltun. Geh in Verbindlichkeit zu dir selber. Zeig diese Kombi an, ja, steh für dich ein. Verteidige vielleicht auch hier und da manche Beziehung, manche Entwicklung, die dir halt wichtig ist, die dir anvertraut ist. Verteidige sie gegen Angriffe von außen. Wir haben hier aber ein sehr, ja, sehr wohltuendes Bild auch, ne? Hier haben wir die 6 der Stäbe sozusagen aufgereiht als Fackeln, die den Weg eben auch leuchten, die schon bestanden sind, geschafft sind, ja, als Unterstützer. Hier darf es
mit einem neuen Ass weitergehen. Vielleicht ja, mit einem neuen Vertrag, wo du dich ja dann einfach auch gut präsentieren konntest, sagen wir mal in Vorstellungsgesprächen, oder für dich gut etwas erreichen konntest im Beruflichen, für dein Projekt. Ja. Aber auch natürlich in Beziehungen. Da dürfen wir für uns einstehen in Beziehungen, aber auch mit Beziehungen, dass wir sie verteidigen, dass wir sie weiterentwickeln, gemeinsam selber, aber auch gemeinsam. Ja. Hier ist vielleicht ein bestimmtes Entwicklungskapitel sehr erfolgreich auch bestanden und erlebt, ja, vielleicht ein Kennenlernen, ein Zusammenkommen. Wir hatten ja in dieser Tage schon die Dame dabei und auch den Herrn und das Herz. Ja, nun gilt es, diese Verbindung, diese Beziehung hier auch zu hüten und zu schützen und weiterzuentwickeln. Ne? Die Sieben der Stäbe sagt auch genauso, setz einen neuen Steckling ein, lass es weiter wachsen, ja, bring es voran. Auch in dir selber, ja, du darfst in dir selber auch hier mit der Einigkeit, die du gewonnen hast, mit der Ganzheit, mit der Verbindlichkeit, die du zu dir selber eingegangen bist, zu deinem eigenen Potenzial, zu deinem eigenen Lebensweg und Projekt und ja, deiner eigenen Entwicklung, darfst du weitergehen. Immer wieder gibt es neue Chancen. Halt danach Ausschau, halt sie hoch, mach sie groß, geh damit voran. Ja, zeig auch allen, was für dich ganz wichtig und wesentlich ist, was dein Potenzial ist. Ne? Verbundenheit. Stärke dein Urvertrauen. Ich glaube, die hatten wir schon mal letzte Woche mit dabei. Ne? Die Verbundenheit. Verbundenheit, ne, in sich selbst, zur göttlichen, geistigen Welt, aber auch ja, untereinander. Vielleicht darf hier wieder einmal auch etwas miteinander unternommen werden, um die Verbundenheit zueinander zu stärken, zu fördern, weiter auszubauen, wie gesagt. Aber um auch in dir selber gute Erdung zu finden. Wir haben hier dunkelbraune Töne, hier ein sehr bewegtes Bild, um die Verbundenheit in dir selbst zu stärken, das, die Stärke größer zu machen, ja, in sehr bewegten Zeiten. Ja. Erde dich immer wieder gut, ne? Such die Verbindung hin zur göttlichen, geistigen Welt. Ne? Sie ist ausgestreckt zwischen Himmel und Erde hier. Ja, vielleicht ist heute auch so ein bisschen Meditationszeit manchmal angesagt, Gebetszeit, bewusstes sich öffnen gegenüber der göttlichen geistigen Welt, ne? Aber auch hinausgehen, ja, bewegen, bringt das auch manche Erfrischung und Klarheit hinein und neues Vertrauen, Vertrauen ja auch in den eigenen Weg. Ja, eine gute Zeit damit, gute Entwicklung. Auch dann im Speziellen, in Beziehungen natürlich, in Liebesbeziehungen, aber vielleicht auch beruflichen und familiären Beziehungen. Die Beziehungen hin zur göttlichen, geistigen Welt, zu deinem Weg. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.